Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu den Treiben von Dorf. Wieder mit dabei sind der gute Matthias und der gute Spechti. Und ja, wir haben jetzt die Nacht geschlafen. Und ja, den Hänger haben wir uns jetzt auch gekauft. Müssen wir auch irgendwie heute noch runterbringen. Und ja, würde mal sagen, fahren wir mal los. Welchen nehmen wir denn? Ja, wir nehmen den DX140. Oh, Moment. Moment, da ist noch was an. Das machen wir mal aus. Wir haben ja noch die Sämaschine gekauft und die Gewichte. Und das Tor ist dazu. Dann fahren wir mal runter zum Rudi. Slender nehmen wir auch über Nacht da. Ich konnte aber schlafen. Die haben auch die Fetter so angelegt, wie ich sie wollte. Wartet mal kurz. Ja, so ist dies. Wir müssen ja bestellen, wir müssen auch unsere Bank mal anrufen. Mal gucken, ob Marie da ist. Ah ja, ist da. Holen wir uns mal fixen Kaffee. Ja. Moin Marie. Grüß dich. Ein Kaffee bitte. Sehr stark bitte. Danke dir. Ja, ich bin gerade wieder runter zu Rudi. Ich habe gestern Abend beinahe noch eine Sämaschine bestellt, mal sehen, ob sie schon da ist. Naja, man sieht sich, ne? Mach's gut, Marie. Ah ja, die gute Marie. So. Was ist hier? Unkraut auf dem Feld. Wartet mal kurz, ich hab auch noch was an. Wenn man in anderen Projekten unterwegs ist. Gucken, wer hier ist. Bei
Hi, du hast da noch was dran. Moin. Okay. Schiedikowski, ja, du hast recht. Ja, dann nehme ich meinen Flug erstmal mit und dann nehme ich das andere mit, ne? Ach Naja, dann Karl, meine Güte. später. Ja, ach Mensch, Mensch, Rudi, du Moin weißt Ralf. doch, ne? Moin. Ja, moin Ralf, hi, grüß dich. Was soll ich sagen? Ich habe Spätschicht geklopft. Ich habe bei meinem Silo aufgebaut und bei dir noch eine Halle hingeschleppert. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab, also, ne, das war ja wohl von allerfeinsten Sorte, Ja. war das ja. Ja, das Lohnunternehmen vom Nachbarort war auch schon da bei mir oben auf Z21. Oh, super. Ach. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft zu flügen Ja, bei dir. die waren über Nacht da. Haben aber Ja, ich habe schon erstaunlich gestern. ruhig gearbeitet. Ich konnte gut schlafen. Ja, gut, wir haben ja die letzten Nächte durchgemacht, ne? Ja, hör Ja. mir auf. Ja. Hör mir auf. Ja, und da hat sich halt der Körper den Schlaf geholt, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich würde gerne ich auch mittlerweile jetzt endlich mal ins Bett gehen, aber siehst ja. Ja. Ja gut, alles klar, Rudi. Ich hole mir denn das Schneidwerk dann nachher später. Ich nehme mir jetzt erstmal den Flug mit und Dann dann, gucken, weil wie ich viele muss ja Tage eh es noch. diesmal hier steht. Ja. Ich weiß. Aber jetzt habe ich ja eine schöne Halle. Ne? Eine Ach, schöne Halle. und falls muss man hinfahren, ich habe schön gebaut bei ihm. Ja, muss man reinkommen, Ralf. Ja, da komme ich mal mit. Rudi, ist denn die Sämaschine da? Steht drüben sogar Gewichte mit. Alles klar. Ich habe ja oben gestern Abend dir noch den Hänger von der Aufgabe neulich abgekauft. Soll ich den dir runterbringen wegen den Platten? Ja, siehst du, müssen wir auch noch machen, ja. Ja. So viel, dass ich eigentlich am Kopf habe, ich frag nicht. Eieiei. Ich Aber erstmal glaub's muss dir, man ich jetzt hier glaub's dir. geputzt haben. Ja, ne, ich müsste sowieso Ja, nachher mit. nochmal die Bank anrufen, wird zwecks nochmal einen kleinen Kredit. Oh. Oh, gut, das wird teuer, Rafi, das wird teuer. Was müssen, das müssen, Ja, leider. ne? Kommt man leider nicht Gut, drum rum. leider. Ich kann ja weiter. Jo, macht das. Gut, alles klar. So, ich muss fliegen, ne? Also, wir sehen uns. Jo, wir sehen uns. Was? So. Da fahren wir mal raus. Hui, gar nicht gesehen, das Ziel steht doch da. Ah, sehr schön. Das war da ja die Tage. Noch einmal kommen und sein Zeug aus meinem Silo auslaufen. Da, sehr schön. Anheben das Ding. Naja, passt besser zu den Trecker als das, was wir uns ausgesucht haben. Hat der Rudi schon recht gehabt. So, fahren wir zum Karl rüber.
haben hier Treffer, wir können hier über Feldwege. Landforstischer Shop dich auf AK3 stand an dem Schild. Jetzt die Seemaschine gekauft oder gemietet? Ich weiß es nicht. Hier, ne? Mal Karl besuchen. Lange nicht da unten gewesen. Mal sehen, was er gemacht hat. Was sich da getan hat. Oh, da ist er doch. Moin. Grüße. Na? Moin. Ja, ich wollte dich mal gerade. Alles schick? Ja, alles schick. Wollte ich gerade mal am Hof besuchen kommen. Ah, seh, du bist ja viel am Arbeiten. Ja, das ist ja hier unser das Holzfeld gewesen. Ah ja, ich erinnere mich. Und, ja, ich mich auch. Und ja, das gehe ich jetzt einmal um. Passt eh ganz gut, weil die beiden Graswiesen fertig sind. Mhm. Und dann ja, kann ich dann einen Durchgang komplett alles neu machen und dann ist schon. Ja, das steht bei mir an demnächst. Ja, ja. Ja, dann komm mal rüber. Da hinten sieht man ja schon die Schöne. Ja, ja, genau, mach mal aus. Genau. Dieses ist ja nicht günstig. Nee, leider nicht mehr. Ja. So, da ist das schöne Stück. Schau's dir an. Oh. Meridian. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Also ich habe auch nicht schlecht gestaunt. Du. Oh. Also. Ja. Wo bist du jetzt auch? Ja, und hier hinten, guck mal. Aha. Da hinten habe ich mein Beinlager hingesetzt. Ui. Ja. Das ist ja ein bisschen größer als meins. Ja, da sind auch schon die Ballen von dir raus. Mhm. Ne? Hatte ich dir ja einen Zettel hinterlegt, dass ich meine Ballen rausgenommen habe. Ah, ich glaube, da hast du noch oben bei mir welche drin. Ich habe meine rausgenommen. Meine 26 Strohballen insgesamt. Okay. Dann muss ich mal gucken, ob sie noch oben drin sind, weil ich habe gestern Abend noch welche drin gesehen. Okay. Weil ich hab also eigentlich dürften keine mehr drin sein. Ne, du weißt ja, wie das Wort mit den wie das ist mit dem Wort eigentlich, ne? Ja, eigentlich ist ja eigentlich kein Wort. Eigentlich zerstört jeden Satz. Ja. Ja. Ja, viel hat sich jetzt hier noch nicht getan, aber so langsam. Ja, nimmst du langsam gestaltet, ne? Ja, ja. Ne? Ne? Ja, und was hast du heute noch so vor? Naja, mein Grasfeld wieder ansehen und die erste Technik für meine Karotten kaufen. Beziehungsweise mieten. Karotten? Ja. Ich war doch auf der Schulung. Ja, Karotten. Karotten, rote Beete, Pastinake. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Na nee, gut, okay. Nee, weil die beschaffen, wollte ich ja noch ein bisschen in die Landwirtschaft, also Karotten und so. Hm. Deswegen muss ich auch noch mal bei der Bank anrufen. Ach
So einer bist du. Dann machst du erst ordentlich Schulung und dann nochmal bei der Bank nochmal schön ordentlich Geld scheffeln. Ja, ich Ah brauch's ja, ich ja. brauch's ja. So, Einen alles Teil von gut. Hof habe ich ja schon Eisige bezahlt. gegönnt. Ja. Ist ja die Bedingung. Wo wir die Bank gesagt hat, hier Hof zeitnah abbezahlen. Und ja, da habe ich schon jetzt die erste Rate an Rudi gesendet. Aber ich brauche ja halt Sehr gut. die Technik, ne? Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja, du weißt, wir Bauern haben keine Zeit. Ja. Ich muss leider wieder ran. Ja, ich muss auch hoch. Ja, kannst ja mal bei Gelegenheit gucken, ob da noch was drin ist. Und zur Natürlich. Not rufst mich kurz an. Und dann, ja, muss ich mir die denn bei Gelegenheit nochmal holen. Genau, so Ne? machen wir das. Alles klar, so make wie das. Jo, Gudi, dann will ich dich vorher so, noch von der dann Arbeit lass abhalten. uns. Ja, wir müssen ja beide was machen, ne? Eben. Ja, mal gucken, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, da mit dem Feld. Mal schauen. Aber ich denke mal, das wird schon. Du machst das schon. Ja, denke ich auch. Ne? Jo, Na gut, alles klar. bis Mann, denne. Herz und stirbt sich, ne? Genau, Tschüss. tschüss. So haben wir mit dem Ralf, mit dem, da bin ich, mit dem Paul gesprochen. Ah, lässt mich fahren. So, bauen wir mal hoch. Hol den Anhänger zum Platten umschreiben. Und ja, werden wir dann demnächst mal anfangen anzusehen. Wahrscheinlich, wenn wir dann den Hänger schon einmal unten haben, werde ich mit den anderen runterfahren. Wegen Frontlader und so, dass wir dann auch noch ein bisschen Saatgut mit hochholen. Wir haben ja den einen Sack, aber den werde ich jetzt in die Sämaschine einfüllen, wenn wir oben sind. Und ja, dann geht das los hier mit Rüben, Pastinaken, rote Beete. Ah, die Gerätschaften sind halt nicht billig, meine Freunde. Und ihr wisst ja, umsonst ist nicht mein Gevatter tot, ne? Und der kostet das Leben. Stellen auf Gras. Füllen wir es mal ein. Ui. Hat sogar nicht gereicht. So. Ah, es wird reichen fürs Feld.
Mal bei der Bank anrufen. Bank geht nicht ran. Hallo, Randale hier. Hallo. Spreche ich da mit meinem Bankmann? Genau. Was gibt's? Ich wollte nochmal von meinem Kredit eine Erhöhung nehmen. Um 150.000. Würde das gehen? Okay. Warte, gucke ich mal kurz. Also Sie wissen dafür noch Ihre Rate noch? Müssen wir anpassen. Natürlich. Dann sehe ich da kein Problem. Alles klar, ich danke Ihnen. Kein Problem. Schönen Tag noch. Gleichfalls, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, da ist das schon durchgegangen, der Kredit. Also die Erhöhung. Ja, klar, die Rate wird höher, ne? Frontlader dran. Palettengabel mit dran. Palettengabel mit dran. So. So, fahren wir mal runter. Und lassen Sie uns umschreiben. Ja, 150.000 noch mal holen. Klar, wir müssen auch das Geld wieder reinbringen, ne? Das ist das Thema. Aber unsere Schafe produzieren halt noch nicht gut genug. Und ja, wir wollen ja auch, ihr wisst ja schon, Technik. Wir brauchen Technik. Noch hier wieder am Rauchen. Ach, dieses Biegel. Aber ich mag sie. Vielleicht, meine Freunde, kriegen wir sie sogar rum. Ja, während wir hier runterfahren und den Hänger noch ummelden, sagen wir, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auch beim Specht hier rein, ist unten verlinkt. Und wenn ihr dabei sein wollt, mal. Schreibt unten in die Kommentare, Discord ist verlinkt.
Und dann seht ihr ja dann sowieso mit Bewerbungsgespräch. Und ja, bis dahin, liken, kommentieren, teilen und die Glocke nicht vergessen. Schaut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!